Gedanken zum Sinn des Lebens. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute meine Sicht auf die Welt darlegen. Die Welt, wie sie heute scheint. Meine Gedanken zum Sinn des Lebens erklären und versuchen, Ihnen diese näher zu bringen. Denn manchmal ist es eben so, sagten Sie mir. Doch sagen wir es einfach, denn es ist kompliziert. Doch das ist leichter gesagt als getan und eigentlich suchen wir nur die Liebe, die irgendwo verstaubt in der letzten Ecke liegt, eingegraben von Sarkasmus und Naivität. Und irgendwie kommt mir alles so düster und schwarz vor. Eingefroren, wir sitzen hinter Glas. Doch unsere Grenzen bestimmen wir selbst, haben sie uns erzählt. Nun kommt langsam die Realität ins Spiel und dieses Eis kann man nicht brechen. Nein, es ist falsch, so zu leben. Doch die Falschen denken, es sei richtig und die Richtigen kennen sich nicht aus. War doch immer so und es wird auch immer so bleiben. Die Welt bricht bald zusammen, doch die Falschen denken, es sei richtig und die Richtigen kennen sich nicht aus. So wird die Welt ignoriert und gemobbt, weil niemand auf sie schaut. Sie ist kaputt und überall herrscht Krieg. Die Menschen hören aber trotzdem nicht auf damit. Sie würden eher aufhören zu denken, als aufhören zu kämpfen. Und nichtsdestotrotz dreht sich die Welt weiter und gibt nicht auf. Aber warum tun es dann die Menschen? Und wie sind die Menschen? Manche sind deprimiert und manche tun nur so. Aber die, die immer fröhlich sind und alles nur über die alles lustig meinen, sind meistens die Deprimierten. Ihnen sieht man das vielleicht gar nicht an, denn sie überspielen alles und weinen nur, wenn sie alleine sind. Und ich frage mich, warum. Weil sie einfach so tun, wie wenn es okay wäre, als wäre alles gut. Doch was ist in dieser Welt noch gut? Wir schieben unsere Probleme auf die Welt, doch nicht die Welt ist schuld, sondern wir. Naiv ist nur eine schönere Wortwahl für dumme Menschen, doch nicht jeder Mensch ist dumm. Wir wollen es nicht einsehen, dass wir Schuld tragen. Es war aber unsere Schuld und die meisten denken sich, wie kann man schuld sein, wenn man nicht einmal beteiligt gewesen ist? Ganz einfach, man braucht es nur oft genug sagen, bis man es glaubt. Doch sagen wir es einfach, denn es ist kompliziert. Machen wir die Dinge leichter, als sie sind. Sind wir einfach das, was wir sein wollen und sind wir so, wie wir sein können? Was hält uns dabei auf? Die Welt? Nein, wir selber. Aber ich dachte, wir bestimmen die Welt allein. Und wenn es wirklich einmal ernst wird, dann haben die Menschen plötzlich Angst vor allen möglichen Dingen. Zum Beispiel etwas zu verlieren, das sie längst verloren haben. Wir brauchen die Angst nicht zu befürchten. Und wieso sollten wir uns jetzt schon fürchten, wenn die Angst erst kommen muss? Wir fürchten uns vor der Welt. Nein, wir fürchten uns vor uns selber. Wir können es nicht ertragen, zu wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben, dass wir einen großen Fehler begangen haben. Wir sitzen hinter Glas, eingefroren und können es nie brechen. Und Wissenschaftler prophezeien den Weltuntergang. Und die Jugend träumt von einer neuen Welt. Doch was wäre eine neue Welt? Vielleicht kompletter Frieden oder mehr Liebe. Wir reden von Glück und meinen den Zufall, aber es fällt nichts zu. Es fällt nur auf, dass unsere Welt kleiner wird, Tag für Tag kaputter. Aber wir lassen es zu und wundern uns. Kommt vielleicht davon, dass wir uns sehr oft für das Falsche entscheiden. Aber wer glaubt heute noch an Wunder? Die Hoffnung fehlt und die Leidenschaften schafften es weg und die Leiden kamen. Was für eine Welt! Wir sprechen immer noch von der Welt, wie sie sein sollte, aber nie, wie sie wirklich ist. Wir sind seltsame Optimisten, die nach allem, was passiert ist, immer noch versuchen, hier anständig zu leben. Aber wir sollten uns über uns aufregen und endlich etwas unternehmen. Und die Menschheit hat das vergessen. Sie meinen, es wird alles geregelt und alles sehr kontrolliert und sie müssten nichts machen. Aber das stimmt nicht ganz, denn irgendwann rennen die Politiker auch davon vor der Menschheit. Und dann sind wir allein. Sie sagen, der Staat regiere die Welt, aber wissen Sie denn nicht, dass Sie auch Teil des Staates sind? Ich sehe Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt und man wundert sich. Doch wenn man reden will, kommt auch nicht mehr heraus. Die Lage wird schlimmer und die Tage vergehen. Die Welt wird kleiner.
bis die Sonne im Weltall explodiert vor Wut. Und wer will schon nach all dem Kampf hier leben, in unserem eigenen Kampf? Das lebende Beispiel dafür sind wohl die vielen Flüchtlinge, die ihre Grenzen selbst bestimmen wollten, doch nicht die Freiheit dazu bekamen. Sind wir denn nicht alle gleich? Nein, denkt ihr euch bestimmt. Aber wieso? Wir sind alle Menschen in menschlichen Körpern, die einige gleiche Ziele haben und niemand die wirkliche Freiheit dazu bekommt. Es ist eben unser Schaden. Und alle sagen, es muss sich was verändern. Aber sie sagen es nur. Sie meinen es aber nicht so. So viele Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Doch sagen wir es einfach, denn es ist kompliziert. Machen wir die Dinge leichter, als sie sind. Und wie kann es sein, dass das so schwer ist? Ich denke, jeder von uns hat schon einmal die Worte "All you need is love" gehört. Irgendwie stimmt das doch auch. Es betrifft zumindest einige. Es ist schlecht für einen Menschen, wenn er so lange Zeit alleine ist. Denn das lässt uns alle nicht mehr klar denken. Aber die Liebe ist weit weg und sie kommt auch nicht mehr zurück. Das Warten bringt sich nichts. Und wen soll man dann noch umarmen, wenn niemand mehr fühlt? Wir könnten reden, doch was man sagt, ist gelogen und Versprechen werden gebrochen. Aber so macht es jeder, denn Versprechen sollte man grundsätzlich nie machen. Wenn nur eine Kleinigkeit dazwischen kommt, kann man es nicht verhindern, das Versprechen zu brechen. Und man wundert sich und wir lassen es zu. Aber ich frage mich, wieso, und bekomme keine Antwort darauf. Weit weg gibt es einen Gott, der die Welt einst erschuf. Er schaut auf uns Menschen, aber dann frage ich mich, wieso er uns zu so etwas macht. Soll es vielleicht eine Art Probe sein oder ein Experiment? Mag Gott wirklich so gern Krieg? Es ist eben die Schuld der Menschen. Aber vielleicht bereitet er uns schon auf den dritten Weltkrieg vor. Aber es kommen wieder diese Zweifel. Er weiß schon, was er tut. Aber du hast Befürchtungen und dann betest du zu diesem Gott. Aber was ist, wenn er dich nicht hört? Ist dann vielleicht alles schon zu spät? Du sagst, du willst ein besserer Mensch werden. Und ich frage dich, wie du allein ein besserer Mensch werden willst. Was würde sich das bringen, wenn sich nicht die restlichen Milliarden Menschen mit dir mitverändern? Jeder müsste seinen Beitrag dazu leisten, damit sich die Welt vielleicht eines Tages doch noch bessert. Lebt die Emotion, die Motivation und die Hoffnung? Ist die Erde nicht ein trauriger, hilfloser Ball, der zerstreut ist? Überlegt euch das doch mal, was ihr macht und wer ihr seid. Und somit fange ich an und sage, ich bin nicht länger falsch und ich werde mich bessern. Ist es so schlimm, Dinge erreichen zu wollen, die ich nicht gleich sehen kann? Nein, es ist falsch, so zu leben. Aber die Falschen denken, es sei richtig so und die Richtigen kennen sich nicht aus. Manchmal ist es eben so und man kann nichts machen. Aber wir sollten etwas sagen, wir sollten sprechen und wir müssen uns trauen. Wir sollten über die Welt reden, über uns. Doch sagen wir es einfach, denn es ist kompliziert. Aber lasst uns sein, wer wir sein wollen. Seid endlich stärker und motivierter dazu. Lebt einfach euer Leben und dann kann die Welt vielleicht eines Tages doch noch gerettet werden. Wir müssen auf uns selber hören. Wir sollten uns auf uns einlassen und nicht das tun, was die Mehrheit sagt, sondern auf uns hören. Der Sinn des Lebens ist, so zu leben, wie man will, wie man es sich vorstellt, wie man es sich wünscht. Und manchmal ist es eben so, dass man nicht immer die Freiheit dazu bekommt. Und das ist sehr traurig. Herzlichen Dank. Sie sind hoch, die 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 s